30 Sekunden. Herzlich willkommen beim Big Game in Lümme bei den Paintship Troopers 11. Wir haben hier heute volles Haus. Das erste Spiel hat schon begonnen und ist zu Ende. Wir werden hier heute mal eine kleine Rundführung machen in Lümme und euch mal das Big Game hier zeigen. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal mit einer der ja, freut uns auch sehr. Ist ja nun das erste Mal für einen Livestream. Ja, genau. Ist ja nun das erste Mal für einen Livestream, dass wir hier auch vor Ort und online sind, direkt. Und, ja, ich habe gehört, ihr wart noch nie beim Big Game. Noch gar nicht, da nein. Da freuen wir uns natürlich, dass ihr das erste Mal dann auch ausgerechnet zu uns kommt nach Lümme. Selbstverständlich. Genau, wir haben hier heute unser Big Game, nennt sich Paintship Troopers. Kleine Abwandlung von den ehemaligen Filmen Starship Troopers, der ja Kult ist in der Kinoszene. Kennt deswegen man. Deswegen haben wir heute schon das 11. Game und da geht es natürlich richtig zur Sache. Wir haben heute 400 Spieler vor Ort. Ordentlich, ordentlich, ja. Sind, ja. Wird immer größer, ne? Genau, man wächst langsam, wird sich schon gehört. Ihr seht ja auch, die Parkplätze sind voll. Mhm. Und ja, wir freuen uns, schön, dass ihr gekommen seid, dass es geklappt hat. Na klar. Ist ja alles nicht so einfach. Nein, überhaupt nicht. Wunderbar. Equipment muss ja auch alles mitgenommen werden, ne? Hier im Hintergrund seht ihr in den blauen Shorts, das sind so die Marshals. Ja. Da haben wir auch so über 30, die sind auf dem Platz, die überwachen die Spiele. Ja. Meine Frau, die ist für die Anmeldung zuständig. Vielleicht lernt ihr sie heute noch kennen. Ansonsten habt ihr bestimmt auch schon festgestellt, wir haben extra Catering-Service hier vor Ort. Ja. Genau. Wir haben auch das erste Mal, ne? Auch das erste Mal, genau. Nee. Haben wir so ein bisschen outgesourced, weil der doch sehr, sehr viel Arbeit ist. Und 400 Leute müssen ja auch irgendwie versorgt werden. Genau. Richtig. Ja, nicht nur die Leute, auch die Marshals und das Kamerateam ja auch. Nee. Werden wir uns nachher schmecken lassen. Ja, wunderbar, genau. Genau, ihr werdet feststellen, wir haben auch hier einen Paintball-Shop vor Ort. Paintball Games, Action Sport, Action Paintball Sport, Games. Paintball genau. Game, genau. Macht sich mal ganz gut, weil die auch einen kostenlosen Tech-Service anbieten. Genau. Ja. Ansonsten muss ich sagen, unser Spielfeld gibt natürlich extrem her für so eine Spiele. Ja. Wenn ihr mal so die Maps sieht, hier so groß. Die können wir uns ja mal hinstellen und mal zeigen. Die ist nicht viereckig, aber die ist wirklich, da ist auch jedes Spielfeld, da gehen, die gehen alle einen ineinander über. Mhm. Ist extra so gewollt, weil wir diese großen Spiele machen. Also nicht einzelne Maps, sondern ein großes. Ein großes, genau, richtig. Ein großes. Das ist jetzt so eine Map für so einen genau. normalen Spieltag. Mhm. Und ja, wie gesagt, dieses Spielfeld ist total unterschiedlich und alles anders gestaltet. Ja. Und ja, wie gesagt, die Spieler lieben es. Man merkt es ja. Die Zahlen werden ja immer mehr. Alles klar. Du kannst uns mal ein bisschen was zu dem Spielfeld an sich erklären. Wir haben ja nun hier mehrere einzelne Stationen genau. und Spielfelder. Wir haben 5,5 Hektar großes also Woodland-Spielfeld. Ja. Dann haben wir noch ein Sub-Air-Feld, ein 50 x 25 Meter großes. Ja. Hat jetzt nicht die Liga-Maße, ist aber trotzdem für Trainingsaktivitäten sind natürlich ausgelegt. Ja. Ansonsten haben wir noch eine Halle. Szenariohalle, ne? Szenariohalle, ja. Da ist ein Haus in der Mitte, zwei hohe Türme. Bietet sich natürlich immer an, wenn schlecht Wetter ist, mal regnet, auch wenn es ein bisschen kälter ist. Unsere Players Area, die ist auch sehr gut ausgebaut. Ja, immer mit Zelten. Genau, richtig. Auch im Winter bekommen wir sie auch auf 15 Grad geheizt. Von daher, auch selbst in der kalten Jahreszeit, man hat immer Rückzugsmöglichkeiten, kann sich wieder aufwärmen. Alleine wegen der Sonne, wir merken es ja selber hier, wir schwitzen alle. Genau, also meine kurz Frau, die drinne. Gute, ist für die Rundumbetreuung dann zuständig. Ja. Das funktioniert auch. Schön. Nee, ja. Wo haben wir denn hier auf dem Spielfeld, ich sag mal, meiste Action? Also man muss ja irgendwo einen Brennpunkt geben, genau. wo sich viel sammeln. Richtig. Man muss jetzt sagen, jetzt startet gleich die zweite Mission. Mhm. Da wird es so sein, hier oben ist ein Vorposten nachgebaut wie in diesem Film. Ja. Dort werden jetzt 40 von der MI sich positionieren und die ganzen Bugs werden außen sich rum für einen Angriff bereit machen. Okay. Deswegen wird es gleich heftig hier oben zur Sache gehen. Ah, okay. Das heißt, innerhalb kürzester Zeit wird dort tausende von Munis, Farbkugeln werden dort verballert.
Also okay. ordentlich am Schießen, ordentlich, die Jungs. Ja. Deswegen ansonsten die Spielfelder an sich, sag mal, was immer sehr beliebt ist, wir haben hier so eine Attrappenstadt mit so Attrappendörfer, Attrappenhäuser, die ist natürlich so für normale Spieltage sehr, sehr Springfield, beliebt. Wie ich gerade sehe. Genau, richtig, Springfield. Okay. Genau, hier haben wir ein kleines Kramfeld, hier ein Speedballfeld mit vielen Deckungen, hier unser Bunkerfeld, ja, wo man mal so einen Bunker erobern muss. Ist auch sehr, sehr beliebt. Glaube ich. Ja, genau. Ansonsten seht ihr ja, wir haben uns wieder so viel Mühe für die Details zu geben, auch was so die mobile Infanterie anbelangt, haben wir extra Fahnen besorgt. Oh. Die Leute, also ihr lasst euch nicht lumpen. Genau, die auch T-Shirts, sag mal, man kann sie so ein bisschen ausstatten. Die Leute haben Patches, die Möglichkeit sich zu kaufen, wird auch gerne genutzt. Von daher, sag mal, wie gesagt, es wächst und die Leute nehmen es sehr, sehr gut an. Ja. Aber jetzt muss ich auch fast schon sagen, ich muss gleich aufs Feld. Dann sage ich, lass das Spiel beginnen, ja, und genau. Ich wünsche dir viel Spaß. Vielen Dank. Wir sehen uns nachher bestimmt nochmal. Okay. Bis dann, Kiwi. Jo, also ihr habt den ersten Einblick mal in dieses wunderbare Spielfeld bekommen von dem Spielleiter Kiwi. Ich würde sagen, wir schauen nochmal hier ein bisschen rum und fragen mal ein paar Leute, die jetzt sich zum Spiel bereit machen. Wa? So, schauen wir mal. So, wir haben hier gleich ein Hoppelhäschen. Daschen, na, wie jetzt hier? Alle ja, klar? Gut. Ja? Bist du juckig? Ja, klar. Ja? Und wo wirst du dich heute mehr so am Kriechen oder volle Deckung drin immer rotzen? Vorne in der Front. Vorne in der Front. Ja, hast du ja auch gute Tarnung, ne? Ja, los. Ja? Dich sieht man. So dann, muss es sein. Dann flitz mal. Ja, viel Spaß noch. Mach ich. So. Wir haben hier super Pit Crew, sag ich mal. Unsere Cleaning Girls. Auch einmalig, glaube ich. Wie macht es euch noch Spaß? Ja, auf jeden Fall. Ja, ein bisschen warm? Sehr. Sehr, oh. Bestes Wetter. Ja. Kennen wir ja von letztes Jahr, da war ja genauso warm. Ja. Spätestens wenn das Game mit den Wasserbomben ist, haben wir wieder unseren Spaß. Das glaube ich, ja. Ja. Gut, ihr werdet ja nur hier heute sein, ne? Wir sind hier vorne, aber hinten gibt es ja die andere Station. Hinten gibt es auch noch eine Station. Also ihr habt 4 Girls hier zum Saubermachen, um die Mädels, um die Jungs ein bisschen juckig zu machen. Und ein bisschen. Und immer ein Spiel. Ja, muss ja. Na gut, wir sehen uns nachher nochmal. Tschüss, tschüss. So, wir schauen mal. Das erste Spiel ist, sind noch nicht alle da. Die Leute, die sich hinten versammeln, die sind, glaube ich, schon hinten. Also haben wir hier nicht allzu viele Leute gerade. Ich würde sagen, wir schauen mal ein bisschen bei der Fressbude vorbei, oder? Ja. Sagt überall Leute hier. Also bei 400 Spielern ist hier wirklich volles Haus. Viele Familienmitglieder kommen ja auch mit, die Frauen, die Kinder. Also der Drumherum ist hier familiär. Das ist sehr schön. So. Wie gesagt, die Leute kommen uns hier überall entgegen. Die wollen jetzt spielen. In ein paar Minuten startet auch das nächste Game. Und deswegen haben wir mal Zeit, die Mädels und Jungs hier an der Fressbude nochmal zu interviewen. Taschen, wir sind's nochmal. Wir sind jetzt online. Na, ihr seid in der Vorbereitung? Wir sind in der Vorbereitung, ja. Es kocht. Es kocht, es brutzelt, es grillt. Es schnippelt, es riecht schon ganz lecker. Ja. Die Nachfrage, die ist groß. Ja, jetzt schon? Jetzt schon. Okay. Sind wir schon voll im Gange. Ja, was habt ihr denn heute? Also, wir haben ein Angebot Gammwild. Ja. Mit Waldpilzen. Yam. Einmal gebackenes Hausschwein mit Sauerkraut. Mhm. Unsere selbstgemachten Burger. Oh. Dann lecker. Wie woanders auch, Bratwurst, Steaks, Pommes. Ja. Ja. Und unseren Erbseneintopf. Erbseneintopf aus der Gulaschkanone. Schönes. Gibt's auch nicht überall noch. Kaltes Bier. Ja. Also für Mann, Frau, na, Kind glaube ich nicht ganz, ne? Es gibt heute Abend noch Cocktails für die Frauen. Es gibt heute eine oben ohne Bedienung. Cocktails mit oben ohne Bedienung. Wollt ihr noch herkommen? Ja. Ja, es wird ordentlich, hoffe ich. Ja, und ihr habt auch gut Personal dabei, damit ihr nachher den Ansturm bewältigen könnt. Das ist wunderbar. Wir werden nachher unsere Barkeeper noch kommen. Ja. Und dann hoffe ich, dass wir alles in den Griff haben. Okay. Dann werden wir uns nachher nochmal sehen, ne? Viel Spaß! Ja, also ihr seht, Essen ist da, Trinken ist da, the Entertainment ist auch da, ihr könnt zuschauen beim Spielen von außen, das Spielfeld von dem Parkplatz aus kann man sehr, sehr gut sehen.
Also es ist nicht abgeschottet oder sowas. Also selbst für Zuschauer, für Familienmitglieder, die können gerne mal sich an die Seite stellen und hier ein bisschen mit zuschauen, was die Herren und auch Damen machen. Es gibt viele Frauen heute hier, die auch spielen. Also das Paintball ist nicht mehr so Männerdomäne, sondern es gibt auch mittlerweile viele Frauen, die sich da den Anreiz suchen und mal Frust ablassen oder einfach Spaß haben. So, wir haben hier hinten noch was sehr, sehr Besonderes, und zwar Frank mit seinem Action Sports Paintball Shop. Der techt für euch die Markierer hier direkt am Feld, das für umsonst. Ihr braucht nichts zu bezahlen. Wenn er was Kleines in die Dose schmeißt oder mal einen Kaffee oder ein Bier spendiert, da werden die Jungs nicht böse drüber sein. Gibt allerhand an Sachen, werdet ihr ja gleich sehen. Wir haben hier, wie man jetzt vielleicht schon sehen kann, Jerseys, Chestprotektoren. Wir haben Hosen hier, wir haben Masken hier, Westen sind da, Ersatzgläser, falls was für kaputt geht, Läufe, Pötte, Maskenstraps, also eigentlich alles, was es auch im Shop geht, ist mit hergenommen worden. Also die Jungs lassen sich hier wirklich nicht lumpen, um auch für jeden was mitzubringen. Jetzt schauen wir mal. Oh, wir, komm mal her, komm mal, was ganz Hallo Spotty, wir haben hier was ganz Besonderes. Schaut mal. Hier für euch zu erwerben die Paintball TV Maskenstraps. Im edlen Koffer natürlich. Also, das ist ein Spotty. Was kann ich euch tun? Du bist Spotty. Ich kenne dich, viele kennen dich vielleicht noch nicht. Erzähl doch mal was über deinen Shop. Ja, Paintball Shop, also Action Sport Paintball Games. Mhm. Der Shop ist in Ahrensfelde. Ja. In der Nähe vom Kaufberg Eiche. Ja, wir existieren mittlerweile seit 6 Jahren. Ordentlich, ja. Und ja, ich denke, haben eine Menge Stammkundschaft. Das glaube ich auch. Ja. Ist ja gut. Okay. Ja. Ihr habt ja hier wirklich fast alles mitgenommen, was ihr im Laden habt, ne? Also ziemlich viel davon auf jeden Fall. Wenig ist es nicht. Nein, das stimmt. Irgendwas Besonderes, was ihr habt, was niemand anderes hat? Im Moment sind wir, glaube ich, die einzigen in Berlin, die neue Drohnen von Backstab haben. Und ich glaube auch die einzigen, die die T15 haben. Okay. Genau, das steht dort hinten. Kann Dennis vielleicht nachher gleich kurz zeigen. Ja, was ist denn an dem Markierer so toll? Was ist denn an dem Markierer so toll und was ist besonder? Was ist das Besondere auch daran? Kannst du dir mal kurz vorstellen. Möchtest du ja auch verkaufen? Ja, also ist die Drohne 2. Hat sich zur 1er sehr, sehr verbessert, sage ich jetzt mal so. Also sie ist leichter geworden. Mhm. Der komplette Griff unten ist von der neuen Cyborg, die vor knapp einem Jahr rauskam, dreiviertel Jahr. Der Griff hier vorne ist ein reiner Frontgriff, also man hat den HPR, also den Regulator, hat man nicht mehr hier drin. Der ist jetzt hier quer verbaut. Ja. Sehr, sehr konstant. Der Markierer ist leiser geworden als der Vorgänger. Okay. Freut auch jeden Sub-Air-Spieler. Ja, extrem sparsam, was Luft angeht. Also mit so einer 1-1er Flasche kriegt man fast 12 Pötte. Oh, das ist ordentlich, das ist das ordentlich. Ist, das also, ist das ist so Geo. Genau. Ja. Und im Vergleich zu einer Geo kostet das Gerät knapp über 500 Euro. Also Geo die Hälfte halt ungefähr. Ja, genau, ein bisschen Hälfte. Weniger sogar noch. Genau. Also in dem mittleren Preissegment im Moment sehr, sehr stark. Ich würde sagen sogar fast unschlagbar. Echt? Ja. Also okay. Ich finde sie besser als die E-Tech 5. Ja. Bevor die rauskamen. Okay, E-Tech-Spieler möchten ja, E-Tech haben. Ja, ist richtig. So. Ich hätte auch gesagt, so bevor die jetzt kamen, so in dem mittleren Preissegment, so über ETA, hätte ich mir wahrscheinlich immer eine E-Tech geholt. Mhm. Aber jetzt mit der Drohne weg von E-Tech und dann ab zu MacDev. Ja. Okay. Ja. Was ist denn im Lieferumfang mit enthalten, damit die Leute, die sie vielleicht demnächst im Shop kaufen möchten, wissen, was sie denn dazu bekommen alles? Dennis, gib mir mal bitte ganz kurz das Case von der Drohne. Also im Prinzip, sorry. Alles gut, also, alles gut. Klar, die Drohne mit einem Shiftlauf. Ja. Ja. Mit Inserts oder einzelne Backs? Nee, Backs? Das ist jetzt leider ohne Inserts, aber man kann natürlich das Backteil holen
wo man dann die Hülsen reinschieben kann. Ja. Ja, ansonsten haben wir hier halt das Case dazu. Ich lege die mal ganz kurz weg. Kannst du machen? Ja, ganz normal. Fett halt, Bedienungsanleitung, Laufsocke, Portdichtringe und Werkzeug, was du brauchst. Also für den Start erstmal alles dabei. Alles dabei, dass man die ohne Probleme. Den Rest, den kriegt man dann kann. Bei euch im Shop. Auf jeden Fall. Siehst du. Genau. Ja, ich weiß ja nicht, ob man die mal probeschießen wollt, ob ihr die mal probeschießen wollt. Keine Ahnung. Bieten wir halt heute an. Sollten wir ein bisschen Paint reinmachen. Ich weiß ja nicht. Können wir dann gerne mal testen. Möchtest du die mal probeschießen gehen? Hm? Na? Lust? Mein Kollege. Dein Kollege macht das. Mein Kollege? Ja. Kollege macht das. Möchtest? Du möchtest mal probeschießen? Das bieten wir halt heute an zum Probeschießen. Auf was ganz Besonderes. Wer kann im Shop schon Probe schießen? Das geht nur hier. Das geht nur hier. Kommt vorbei, schießt Probe. Und? Schön leicht. Ja. Schön leicht ist das Ding, meine Fresse. Ja. Liegt gut in der Hand? Mit dem Nebel drin. Also, du hast ja selbst Weste an, also stört nirgendwo? Ja, das ist halt meine eigene Ausrüstung, die stört, aber ansonsten. Sehr wunderbar. Cool. Gut, dann kannst du, drauf, genau. Dann kannst du dich ja mal fertig machen, jo. Denn wir haben jetzt noch die Ziehung des Gewinnspiels von der Bezirksliga, von dem Stream. Würde ich mal sagen, ziehen wir erstmal einen Gewinner. Der Herr macht sich fertig zum Probeschießen und dann gehen wir mal mit ihm zusammen aufs Feld und er kann mal die Drone 2 losknattern lassen. Okay, bis gleich. Alles so heiß wird. So. Guck mal. So, große Box. Ich drehe mich sogar um, damit es nicht irgendwie heißt. Ja, wir rühren mal noch ein bisschen. Wir rühren, rühre. Ich habe hier ein Zettelchen. So, ein sehr kleiner Zettel. Aber vielleicht mit einem großen Gewinn. Der Gewinner ist Johann Krebs. Hier. Der Gewinner soll sich dann bitte bei Paintball-TV über die Facebook-Seite melden. Einfach mal anschreiben. Ich weiß nicht, ob er selber angeschrieben wird, aber da über Paintball-TV wird das dann abgewickelt und dann wird der Gewinn zugesendet oder kann abgeholt werden. So, der Gewinner bekommt natürlich auch dieses wunderbare Master. Was er haben möchte, ob er einen 9 Zoll, einen 7 Zoll Massenstrap haben möchte, in Gelb oder in Blau. Also freie Auswahl, kriegt nicht einfach irgendwas zugesendet, sondern er kann sich genau für seine Maske das aussuchen, was er haben möchte. Also nicht einfach 0815 hier, wir wollen auch den Gewinner glücklich machen. So, unser Probeschießer von der Drone, der macht sich gerade fertig, hat gerade ein paar Paint drinne. Und bist du fertig? Ich würde mal sagen, ja. Okay, Luft ist drauf. Luft ist drauf. Luft ist drauf, Flasche Paint ist drin. Flasche glüht. Flasche glüht, naja. Ja, ist normal bei den Fuels. Sind halt Kompositflaschen. Halt mal bitte. Ich halt mal kurz. Oh, ich darf auch mal halten. Hm? Hier. Der sich gleich freut. Na klar. Ja, und die ist voll aufmunitioniert. Überleg dir das mal. Nein. Markierer ist Markierer. Hauptsache kommt Paint vorne raus, ne? Also, es liegt nicht am Markierer, was besonders ist, sondern es geht immer um den Schützen, der da auch mit umgehen kann. Wohl wahr. Schöne Ding. Auch wirklich griffig. Selbst mit Mikrofon in der Hand. Also, das geht alles. Vor allem keine störenden Schläuche. Das ist ja so viel wert. Also, ich bleib so oft an den Schläuchen hängen, wie normalerweise echt? Nach vorne gehen oder sowas. Was spielst du sonst? Ich spiele eine Mini. Okay, gut. Ist aber auch nicht wirklich viel Schläuche dran. Gar nichts. Ist ja auch ein Inline-System. Also ganz einfaches System, ganz simpel. Und aufgrund seiner Einfachheit hat er halt den Vorteil, dass er selten kaputt geht. Ja. Aber jetzt darfst du mal was ordentliches in der Hand und du darfst eine Probe schießen. Jawohl. Also, freust dich, ja? Ich bin gespannt. Auf jeden Fall. Hat man ja wirklich nicht alle Tage, dass man mal an einen Stand gehen kann und gleich Probe schießen kann. Also
Das geht wirklich nur auf dem Feld, im Shop, fast unmöglich. Ja. Es sei denn, man hat einen Schießstand hinten dran. Ne? Ja. Aber wer hat das schon, ne? Das ist das Problem. Wenn man Privatgelände hat oder sowas, ist das ja alles kein Thema, aber... Gut, aber wer hat ein Netz um Privatgelände, ne? So. 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 Wir gehen jetzt mal aufs Feld für euch. Natürlich immer Maskenpflicht, weil wir wollen ja auch unsere Augen und unser Gesicht schützen. Jawohl. Seid nicht leichtsinnig damit, denn so eine Kugel kann wirklich ganz schnell ins Auge gehen und das ist dann so schlimm, dass ihr euer Augenlicht verlieren könnt. Ein kleiner Treffer. So, wir müssen kurz warten. Das Spiel beginnt schon, das zweite Spiel. Deswegen lassen wir die Jungs mal kurz beginnen. Das Spiel hat begonnen. Wir warten kurz und dann gehen wir mal Probeschießen und noch ein bisschen übers Feld laufen für euch, damit ihr mal einen Eindruck bekommt vom PST. Jawohl. Mehr Kabel. Okay. So, die letzten Leute dürfen jetzt noch rauf. Ja. So. Wir gehen mal langsam mit rauf, denn wir müssen ja auch noch kronen. Das ist Pflicht, vor jedem Mal aufs Feld gehen. Also einmal am Tag reicht nicht. Hier nimmt man Sicherheit wirklich sehr ernst. Ist auch richtig so. So. Wir lassen den Herrn mal einkronen und können uns ja mal vielleicht ein, zwei Leute schnappen und... Na, erste Mal hier? Jo. Ja, und macht Spaß? Total, das ist ja? Ein Burner, auf jeden. Du hast deinen eigenen Markierer? Heute gekauft. Heute gekauft? Entjungfahrt, Hammer. Ja. Wunderbar, hier bei Action Sports gleich gekauft? Nein. Oh. Nein, aber das nächste Mal vielleicht. Okay. Wie du siehst, brauche ich ja noch eine Menge Ausrüstung. Ja. Auf jeden Fall dann mal hier. Geh mal vorbei, die Jungs freuen sich. Na? Fuck! So. Du bist viel lieber besser als die Marshalls mit dem Rollen. Die Marshalls? Die Marshalls wollen interviewt werden? Was, hast du geschwitzt oder hast du Wasser abbekommen? Ich habe mich bewässert. Du hast dich bewässert? Ja. Okay. Ist es so warm für dich, ja? Ja. Okay. Also wir müssen ja die ganze Zeit in der Sonne stehen. 35 Grad. Ihr kriegt kein Zelt? Nee, warum? Stell dir mal vor, wir würden hier überall auf dem Feld Zelte verteilen. Nö, aber du stehst ja nun hier in der Sonne. Die anderen, die können ja wechseln. Ja, aber da ist trotzdem überall Sonne. Okay. Wie lange machst du heute hier? Bis Ende? Bis 18 Uhr, bis zum Ende. Ordentlich, ordentlich. Also nicht einfach vorher abbrechen. Nee. Du machst hier? Kroni und Eingang. Du kronst hier die Leute alle durch, ja? Genau. Bist du alleine hier? Nee, mein anderer Marshall, der steht da noch hinten, der guckt ein bisschen mit und wenn es dann zu viel wird, kommt er wieder her. Alles klar. Also du bist auch nicht alleine mit den Jungs, falls mal einer etwas drüber ist oder sowas, dass du den dann runterschicken kannst. Mein Chef gibt dir auch ein paar Zicken, da. Ne? Genau, aber der Chef sitzt direkt da. Den wunderbar. Den kannst alle zum Einkronen hierher. Ja, wir lassen mal einkronen. Der Herr? Bitte alle einkronen, keiner geht hier ohne Krone aufs Feld. Ihr hört, die Frau, die nimmt ernst, ist aber auch richtig so. So, schauen wir mal. Wir müssen ja vorher zu Spotty, bevor er weitermacht. Okay. Die schießt nicht richtig. Die will nicht? Die will nicht. Oh, das ist ja ärgerlich. Das ist gerade sehr ärgerlich, ja. Nee, also die Kugeln kommen vorne nur rausgerollt. Jo. Na, dann gehen wir noch mal zu Frank, dann muss er uns das mal erklären, ne? Jo. Will man Probe schießen und man kann nicht schießen. Ist halt so ein Klassiker. Man steht am Eingang, will losspielen und der Markierer will nicht. Hat vorher alles gemacht, was er soll. Naja. Defekthexe. Das ist ein Frank. Guten Morgen. Stell dich doch einfach mal vor. Du bist ja hier sowas wie der Hauptchef der ganzen Orga, sag ich mal, was so. Nein, der Headmarschall. Der Headmarschall, ja. Richtig. Und was machst du hier an sich generell? Also die, von hier aus die Marshalls zu leiten auf dem Feld, halt, ne? Ein bisschen die Mission überwachen und ja, klar, bei Verletzungen, Feuer,
in Sachen Hilfe rufen. Ja, und du greifst und auch mal hart. Die Sicherheit ist A und O. Du greifst bestimmt auch einfach mal durch, wenn die Damen oder Herren nicht ganz weiterkommen, wa? Richtig. So muss ja auch, muss ja auch. Die werden dann bestraft, die müssen nicht verlassen, ja. Wie läuft's jetzt gerade? Sehr gut, für Rot zumindest. Für Rot? Mhm. Für Gelb weniger. Mm. Naja, da müssen die Jungs dann halt rumdrehen, ne? Richtig, ein bisschen Gas geben. Wie viele Spiele haben wir denn heute noch? Wir haben insgesamt 6 Missionen. Ja. Erste Mission ist durch, die zweite läuft gerade seit 10 Minuten. Ja. Dann haben wir die dritte Mission, dann ist Halbzeit, eine große Mittagspause. Ja, dann können die Jungs essen. 8 Uhr weiter. Ja, also hast du noch ordentlich zu tun hier heute. Richtig. Ja, alles klar. Guti. Euch noch viel Spaß. Ja, dir auch. Bis später. Bis dann. Tschüss. Tschü. Alles klar. Ihr könnt ja noch mal kurz gucken, wenn er es nicht hinkriegt. Alles klar. Also die Jungs versuchen, den Markierer zum Laufen zu kriegen. Vielleicht kommen sie ja gleich wieder und es ist ein kleiner Fehler nur gewesen. Ja, und wir suchen jetzt irgendwie. Wir kommen. Können wir mit euch mal kurz mitlaufen? Könnt ihr gerne machen. Ja? Dann kommen wir mal mit. Wir wollen ja auch immerhin Action sehen. Warte mal, da kommen noch ein paar von uns. Da kommen noch ein paar? Wir können ja schon mal zum Toren. Genau. Ja. Entschuldigung. Achtung. Kabel, Kabel. Ja, alles klar. Eine sehr gute Idee. Ich habe nur das Ding gehabt. Ja, da bin ich ja auch grob. Rauf, können wir mal kurz mit dir quatschen? Nein. Gar nicht? Nein, nein. Komm doch her, du bist so ein Ligaspieler, du kennst doch Kamera. Okay. Also wir haben auch eine Menge Ligaspieler hier. Rebirth, Ballbreakers, Rabbits, neu eingestiegen in der Bezirksliga. Rampage ist da, also ist nicht nur Woody Sport, sondern auch die Ballbreakers. Und die anderen Ligaspieler wollen hier ihren Spaß haben, einfach mal was ganz anderes machen, als nur auf dem Feld stehen, get ready for 10 seconds und spielen. Ist halt mal Abwechslung. Alles ohne den Druck und das Pushen und naja, was dazugehört auf dem Sub-Air-Feld. Macht ja auch Spaß. So, wir schauen mal unsere Spieler. Seid ihr bereit? Da fehlen noch ein paar, kommen aber gleich und dann laufen wir einfach mal mit, ne? Autos haben wir hier. Schauen wir mal. Wollen wir mal hingehen? Einfach mal quatschen. Schauen wir mal. Hast du mal eine Minute? Na, was machst du hier? Ich fahre die Leute hin und her. Du fährst die Leute hin und her? Ein Shuttle-Transport? Sozusagen. Auch was. Ein Panzerfahrer. Ein Panzer, ja. Sieht man. Sehr stabil die Kiste. Du hast ordentlich zu tun oder ist Verhalten? Jetzt ist Verhalten. Jetzt ist Verhalten? Alle vorne. Okay. Also das heißt, nachher wirst du ordentlich zu tun haben mit dem Hin- und Herfahren. Auf jeden Fall. Naja, dann mach mal Klimaanlage an, wenn du eine hast und genieß es. Tschüss, tschüss. So, wo haben wir denn unsere Spieler? Die sind an uns einfach vorbeigelaufen. Wollen nicht. Dann suchen wir uns einfach andere. Genau, wir schauen uns mal das Spielgeschehen hier auf dem Feld an. Hier haben wir gleich das Spielfeld mit dem Bunker. Hier haben wir das Spielfeld mit dem Bunker. Dahinter kommt Springfield, diese kleine Szenario-Stadt. Wie gesagt, auf dem Panzer wird auch immer drauf gehalten, wie man sieht, hat ein paar Treffer. Da geht's ordentlich zur Sache. Der wurde zugerotzt. Der sieht kaum noch was.
wie ihr auch sehen könnt, überall Spieler. Also es ist hier nicht irgendwie so, dass du in deinem Wald hängst und nichts zu tun hast. Bei 400 Leuten ist immer jemand, den man schießen kann. So. Jetzt schauen wir mal. Wir versuchen mal noch ein bisschen weiter zu gehen, um vielleicht von der Du musst hier bleiben, bei uns. Nicht da drüben. Oh, da haben wir auch was sehr Besonderes. Ein Bogenmarkierer. Ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber das macht ein sehr schönes, smoothes Flup. Nicht dieses Knattern, wie man es kennt von einem Markierer. Es ist sehr leise. Und wir haben auch wirklich überall hier auf dem Feld Media. Wir haben RR-Shots dort, wir haben andere Fotografen hier hinten auf dem Feld. Also nicht nur wir sind hier, andere mediale Leute sind auch hier. Also ihr kriegt Fotos, ihr kriegt Videos, ihr kriegt den Stream für die Stunde. Es ist wirklich sehr, sehr schön hier organisiert alles. Einfach mal was anderes. So. Hier, wie gesagt, die Leute, die versuchen drüben bei der Westernstadt alles zu machen, dass die Leute nicht rüberkommen. Hier ist wirklich ein ordentliches Gefecht. Hier fliegen manchmal bis zu 4.000, 5.000 Paint pro Sekunde rum. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr ordentlich hier. So, wir versuchen einfach mal weiter reinzugehen. Wir können nicht versprechen, dass wir jetzt hier durchgehen können, aber ein paar Meter sollten vielleicht noch drinne sein. Da werden selbst wir beschossen. Ist das gemein. Dabei haben wir gar keinen Markierer. So, selbst von unten, die Leute kommen überall her. Also irgendwo rumsitzen und warten, dass jemand kommt, ist hier möglich. Oben den Bunkerberg, da hört man überall Leute. Mal schauen, vielleicht können wir ja sogar hochgehen. Das wäre ja mal was. Ja? So. Hier haben wir den Bunker, wo auch gleich viele Leute sind oder waren, die den bewachen. Hier, wir haben Woodland-Spieler, wir haben Sub-Air-Spieler, alle spielen zusammen. Was machst du denn hier? Was ist denn hier deine Aufgabe? Meine Aufgabe, den Berg bewachen. Den Berg bewachen? Genau. Werde da eingekesselt? Und bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch nicht? Auf jeden Fall kommen sie von hinten. Sie kommen von hinten? Ja. Okay. Also drüben aufpassen, dass ihr nicht überrannt werdet. Wir schauen einfach mal, ob wir hier noch was. So, hier. Los.
So. Überall ist hier Action. Oh, Rauchgranaten. Also. Da wird ordentlich eingenebelt. Ihr seht vielleicht auch im Hintergrund der nächste Kameramann, der auch hier ein bisschen medial was für die Leute macht. Ich sag ja, überall Media hier. Das ist wirklich echt schön. Die Leute wollen auch hier sein, um zu filmen, zu fotografieren, den Livestream zu präsentieren. Wir stehen jetzt zwar ein bisschen offen, ich merke hier überall Kugeln an meinem Bein fliegen. Wir schauen mal, ob wir woanders noch ein bisschen was Actionmäßiges finden. Weil ist ja hier nicht die einzige Stelle, wo die Leute sich austoben können. Wir haben hier ein riesen Gelände, wie Kiwi schon meinte. Wir haben hier 5000 Quadratmeter, die wir leider nicht ablaufen können, weil einfach die Technik uns eingrenzt. Hinter mir ist der Hase. Oh, den müssen wir kriegen. Häschen, Häschen. Und deine wievielte Runde in dem Spiel? Ja, Frage. Ja. Du hast ja gesagt, du willst Action haben. Ja. Da oben sind sie. Hol sie dir doch. Erstmal ausruhen bitte. Erstmal ausruhen? Okay. Hoppelst du oder rennst du? Renn. Du rennst. Gut. Ist auch besser so, glaube ich. Obwohl es sehr, sehr lustig aussehen würde. So, wir schauen mal, ob wir hinten bei dem Speedballfeld ein bisschen was erhaschen können. Denn jede Region hat ja hier auch ihre eigene Arten. Wir haben, wie gesagt, den Bunker, wir haben die Stadt, wir haben ein Feld, wir haben hier das Speedballfeld. Also. Und ein Waldfeld haben wir auch. Waldfeld. Wald haben wir hier, also rein Wald. Okay, hier hinten ist leider nicht wirklich viel los. Hier ist so eher der Durchgang, um wieder zum Respawn-Punkt zu kommen. Wir können ja einfach mal hier kurz warten. Vielleicht finden wir mal jemanden noch, der uns hier ein bisschen was erklären kann, wie es gerade hinten läuft. Daschen, wie läuft's denn hinten? Na ja, bis ich die Rauchgranate geschmissen habe, ganz gut. Okay. Alles klar. Also, ja. Wir kommen leider hier nicht überall aufs Feld. Es ist einfach mit der Technik. Wir haben hier Berge, wir haben hier Sträucher. Wir haben hier ein Funksystem, das macht uns einfach das nicht möglich, einmal übers komplette Feld abzulaufen. Das wird vielleicht irgendwann mal soweit werden, dass wir hier euch im nächsten oder übernächsten PST alles liefern können, was hier passiert. Da werden wir schauen. Oder die Jungs vom Paintball TV versuchen es. Hier, jetzt müssen wir mal jemanden von der anderen Seite der Media kriegen. Regina, hast du mal eine Minute? Eine Minute, was? Eine Minute. Und wie läuft's für dich hier? Wirst du beschossen oder sind die Jungs artig? Nö, bisher sind sie ganz artig. Sind ganz artig? Ja, ich gehe ihnen aber auch schön aus dem Weg. So ist fein. Wie viele Fotos hast du jetzt ungefähr schon so über den Daumen gepeilt? Ja, ich denke mal so 500. 500? Ja. Ist ordentlich. Ja, das kommen noch ein paar zu. Und kommen noch ein paar zu? Ja. Was schätzt du, was machst du heute? Naja, so Erfahrung letztes Jahr waren es halt schon um die 1500 bis 2000. Das ist ordentlich. Ja. Wird auch einiges dann ausgesiebt, aber. Ja, klar. Manches ist ja auch verwackelt. Ich glaube, wir haben heute hier 4, 5 Fotografen, ne? Bisher sehe ich nur mich und noch einen anderen. Ich habe bisher nur einen anderen gesehen. Ich habe bis jetzt 3 Fotografen gesehen. Genau, und ein paar Videografen. Und ein paar Videografen. Also, wenn man davon aussieht, 3 Fotografen. 1500 Bilder haben wir hier, 4500 Bilder. Sollte jeder mal drauf gewesen sein. Sollte jeder mal drauf gewesen sein. Also ungefähr 4500 Bilder hier von dem heutigen Tag. Wir haben bestimmt 8, 9 Stunden Videomaterial, was hier zusammenkommt von den ganzen Videografen,
Wir haben die Stunde vom Stream, also es ist ordentlich. Ihr könnt es euch anschauen dann die nächsten kommenden Tage. Regine stellt sie auf ihrer Homepage und auf Facebook und genau. Bei paintball-shots.net, richtig? Nein. Nein? Nein, nur noch auf meiner. Nur noch bei RR-Shots. Aber da werdet ihr alles finden und genau. Jeder wird bestimmt mal drauf sein. Ich gebe mir Mühe. Okay, wir sehen uns. So. So. Ja. So. Ich war noch nicht mal lange drauf. Ich schwitze wie ein Tier. Das ist wirklich ordentlich warm heute. Wir wollten euch einfach mal so einen kleinen Einblick in das Paintship Troopers hier in Löhme rein zeigen und euch auch mal zeigen, dass nicht nur Sub-Air videomäßig im Stream präsentiert werden kann. Und wir haben hier ein bisschen voll. Wir haben hier nicht nur. Wir können nicht nur den Sub-Air-Bereich abdecken, wir haben einfach mal versucht, heute auch den Woodland-Bereich oder halt Big-Game-Bereich für euch abdecken zu können. Ich hoffe, ihr hattet für die Stunde ein bisschen Spaß. Wir versuchen für euch die nächsten paar Jahre immer größer zu werden, um euch mehr zu bieten, um euch Längeres zu bieten, um die Spielfelder abzulaufen. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir sehen uns das nächste Mal beim Sub-Air Bundesliga, Bezirksliga, Oberliga, alle 4 Spieltage werden für euch dort gestreamt. Und ich würde sagen, schönen Tag noch, genießt es. Wir zeigen euch noch ein paar Bilder von den Leuten hier und wir hören uns. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.